Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Survivor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. Ja, wir sind hier kräftig am Hexen. Es ist der nächste Morgen angebrochen. Wir haben quasi dann auch gegen 21 Uhr gestern Abend aufgehört und haben dann die Nacht ruhen lassen. Hab das, den Termin mit dem Händler heute auf den nächsten Tag verschoben. Der musste sowieso noch verladen mit allem drum und dran. Anton? Ja, Schiebe. Ich würde dich bitten, weiter zu häckseln. Der Ernst ist auch gerade schon da als Abfahrer. Und ja, dass wir das hier fertig kriegen, dann direkt umzusetzen auf die 40, dort weiter zu häckseln. Und ich würde eben einmal oben die Silage, also das Häckselgut auskippen und würde den Dings gleich mit runterbringen, den Marlon. Da hat der hier, alles Moment, klar. Der hat einen Sitz. Warte mal, hat der einen Sitz? Da ist ein Sitz drin, natürlich. Ja, passt. Gut. Kommst du zurecht? Ja, passt. Gut, super. Natürlich, fahr ja nicht zum ersten Mal. Wenn was ist, dann Funk, ja? So, ich muss aber los. Gut, tschüssi. So, gut, dann düsen wir einmal los hier mit unserem schnittigen Fendt. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht auf den LKW dann direkt umsattel. Wäre auch noch eine Idee, aber da haben wir schon mal die ersten 47.000 Liter für unser Häckselgut-Silo. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr schön. Gut, es müsste auch unser Lehrling jetzt irgendwann zurückkommen wieder. Ich glaube, der müsste heute eigentlich auch wieder eintreffen. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Ach, ich bin auch... Wow, ist der Anhänger. Alter Vater, das ist... Ich war mir gleich klar, dass das ein bisschen heikel ist mit so einem Anhänger hinten dran. So, ich bin auch gespannt. Der Dan wollte uns ja eigentlich auch noch... Oh, warte mal, was haben wir hier? Moment. Wollte uns ja eigentlich auch noch einen Oldtimer vorbeibringen, den er abstellen wollte. Und ich bin sehr gespannt, wie lange die Restauration dauern wird. Das wird auch noch interessant. Oh. Oh. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Würde ich sagen. Hallo? Vitus? Vitus? Ich glaube, dem geht's nicht gut, oder? Vitus? Der ist ja nicht etwa eingepennt. Das glaube ich nicht. Ich ruf mal die Toni an. Also das ist ja der absolute Hammer. Ja. Toni? Ja, Christi. Dein Mann steht hier mitten auf dem Feld mit einem laufenden Fendt 942 Vario und einer Seemaschine hintran, volle Beleuchtung an und pennt. Ernsthaft? Der liegt im Traktor, pennt. Oh na, das war gestern schon wieder zu spät in der Wirtschaft. Ja, der ist wahrscheinlich eingepennt. Fendt 88, kannst du kommen und wecken. Ich komm mal vorbei, danke dir. Ja, alles klar. Sag einen schönen Gruß von mir, unfassbar. Jo, mach ich. Ciao. So, kann nicht wahr sein. Eingepennt, also das ist der Hammer. Also wie kommt man auch auf so eine Idee? Ein 724er? Also das ist schon sehr grenzwertig mit 48.000 Liter Häckselgut hinten dran. Ihr seid jetzt mal ganz ehrlich. Anton? Ja, Schiebe. Sag mal, ein 724er? Ja. Mit in einem Anhänger mit 48.000 Liter Häckselgut ist eine Nummer. Das ist schon eine Hausnummer, aber für einen erfahrenen Fahrer wie Sie dürfte das kein Problem sein. Ja, das ist schon richtig, aber weißt du, was der Anhänger hinten für Wellen schlägt? Vor allen Dingen, der ist gelenkt. Ne, wenn, der zieht ordentlich rum in der Kurve, also das ist echt so eine Sache. Das weiß ich, Sie müssen langsam fahren. Die dürfen nicht so rasen. Ja, das ist mir schon klar. Ich halte am besten hier vor der Kurve an und trage das Ding rum. So, ich muss mal sehen, ob ich... Weißt du nicht, dass das dann lange dauert? Nee. Geht schon. Danke der Nachfrage. So. Warum haben wir eigentlich unseren Lohnunternehmer am Arsch der Welt? Das kann ich Ihnen schon nicht sagen. Das war schon immer so. Soll ich dir mal was sagen, Anton? Was denn? Hier sind echt noch wunderschöne Felder, ey. Ich hätte ja schon eine Idee, vielleicht auch eine Bitte. Was denn? Naja, wenn wir jetzt die... Naja,
Können wir uns vielleicht auch mit den Feldern ein bisschen vergrößern? Naja, wir haben sowieso vor, aufgrund der Biogasanlage, weil ich vermute, dass das halt schwierig wird. Aber ich wollte halt einfach mal mit dem Bürgermeister reden, ob es die Möglichkeit gibt, Grasflächen zu bekommen, beziehungsweise ob wir vielleicht ein bisschen Kommunalarbeit auch leisten können, was das Gras betrifft. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das würde funktionieren. Deswegen. Weißt du? Darf ich Sie mal was Persönliches fragen? Gerne. Aber Sie nutzen uns nicht nur aus und verschwinden dann wieder andere. Nein, natürlich nicht. Wir wollen hier ein florierendes Unternehmen aufbauen. Also, wir wollen alles schön im Rahmen und ein langsames und gesundes Wachstum und immer investieren. Vor allen Dingen ganz, ganz wichtig sind uns die Mitarbeiter, dass wir die auch behalten, dass wir die fördern können, fortbilden können. Ja, und das packt man ja nur zusammen. Es wäre Quatsch, vor allem, wir haben uns ja auch zu einer gewissen Art und Weise verschuldet. Ich habe mir den Hof Wellerbach aufgegeben, den ich immer noch hinterher heul. Ja, da haue ich dann nicht einfach wieder ab hier. Da muss schon was draus werden jetzt. Ja gut, das kenne ich aber auch von dem anderen her. Der hat auch immer so positiv gesprochen und gemacht und getan. Naja, und was war es dann am Ende? Sie haben es ja selber gesehen, wie sie es hier vorgefunden haben. Aber ich kann Ihnen versichern, oder Anton, ich kann dir versichern, dass der Albrecht, glaube ich, alles ist, aber nicht so ein Halunke und Schurke wie sein Bruder. Ja, wollen wir es hoffen, wir hatten genug Stress die ganzen Jahre. Naja. Das wird schon, glaub mal. So, pass auf, kannst du mir einen Gefallen tun, Anton? Kannst du bitte mal den Händler anrufen? Der scheint nicht hier zu sein. Ja, da muss ich mal durchklingeln. Kannst du den mal durchrufen und mal fragen, wie es aussieht? Ja, kann ich machen. Warte, dieser kleine Moment. Weil ich bin jetzt hier oben und werde dann eigentlich wieder runterfahren, weil du brauchst ja die Abfahrer. Das ist richtig. Na gut, mach das mal, ne? Danke, Anton. Komm, einfach mit diesen gelenkten Anhängern nicht klar. Das ist da eine Katastrophe. Ach, so, jetzt aber rein hier. Okay, gut. Fangen wir halt mit dem dritten oder eigentlich ersten Silo an. Und auf geht's. Herr Schäbe! Hä? Vorsicht! Weg! Ich kipp hier ab! Ja. Ich hab schon ganz anderes überlebt. Ja, das mag sein, aber das hier wird sie definitiv begraben. Okay, so. Moment. Ah, mein Kamerad kommt hier gerade. Er bringt, was wir abgesprochen haben, vorbei. Oh Gott, mach da mal dieses Ding aus hier. Ah, Schlüssel steckt. Moment. Oh, ja, traumhaft. Ja, hab ich erstanden. Okay. Aus den 80ern, hinten drauf, schöner Case. Und dann noch einen schönen Fender aus den 90ern hier. Hab ich erstanden. Schön mit, sogar mit Chromblenden vorne. Also der Fan würde gut passen an unseren Hof. Moin, du kannst hier rechts rumfahren, bitte. Rechts rum und dann können wir da abladen. Genau, fahren wir mal rum, Freiter Dosenkohl. Jawohl, Herr Leutnant. Mach vorsichtig, nicht, dass hier ist eine kleine Hucke drin. Der setzt da auf, kriegt er das hin? Ja, der kriegt das hin, der kann LKW fahren. Wer schon Dosenkohl heißt und nur Gefreiter ist? Ja, der kann bestimmt LKW fahren. Na gut, der lenkt ja mit, ne? Oh, ja. Der kratzt. Naja, es geht noch. Ach, kommt in den Inst und alles ist gut. Ihr Telefon klingelt. Ja, ich weiß. Hallo? Servus, Jamie, Lanzel da. Servus. Geht das ein bisschen begeisterter oder was soll das? Servus. Herr Lanzel. Ja, das ist schon besser. Du, der komische King hat mich gerade angerufen und hat gesagt, dass er an seinem Sägewerk ganz merkwürdig eine Frau auf seinem komischen alten Traktor gefahren ist, dann habe ich gleich an dich denken müssen. Wo fahren denn die mit dem, die den vorher abgeholt hat? Was für ein Traktor? Der hat da vorher den Traktor weggegeben. Den Eicher? Den alten. Ja. Die ist irgendwo am Sägewerk von ihm rumgefahren. Pass auf, ich ruf dich gleich mal zurück.
Aber es wäre schön, ey, ganz ehrlich, also wenn du das nächste Mal noch so spät auf dem Feld unterwegs bist, da fahr wenigstens heim und penne ich im laufenden Traktor. Ich schlaf einfach im Traktor, die Frau, die Toni, die hat so laut schnarchen, das kann ich kurz nicht vorstellen. Ja, der kann ich mir vorstellen. Aber pass auf, ich kläre das mal schnell und ich ruf dich gleich zurück, ja? Alles klar, mach das, servus. Servus. So, Gefreiter Donko, kuppeln Sie den kuppeln Sie den Anhänger ab, laden Sie die beiden Traktoren ab und dann laden Sie aus der Halle den alten Eicher, der ist ein bisschen kaputt, den laden Sie dann auf, den fahren wir hoch zu mir, den restauriere ich. Jawohl, Herr Leutnant. Oh, holen Sie erstmal den Eicher aus der Halle. So ein alter Eicher Wotan ist das. Jawohl, Herr Leutnant. Moment, stopp. Stopp! Ja? Wie? Sie wollen den Eicher abholen? Ja, wie abgesprochen. Ich soll den Eicher Wotan abholen, deinen kaputten Eicher, der vom Anhänger gefallen ist. Wir waren doch schon beim Du übrigens, Landbär. Ja. Und dafür kommen meine beiden neu erstandenen Trecker hier bei euch erstmal in die Halle. Heute, also gestern, war eine Frau hier. Okay, warte, wie hieß die? Wie hieß die? Schwarzes Hemd hat die angehabt, Jeanshose. Clara Schwarz hieß die. Oh, jetzt kommt der nächste. Ja, Clara Schwarz, die war hier gewesen und hat gesagt, die kommt. Du hättest die geschickt, den Eichertraktor hier abholen. Ich kenn keine Clara Schwarz. Ist das denn ernst? Ja, ich kenne keine Clara Schwarz. Ich wollte jetzt extra den Eicher abholen. Ich habe jetzt, den Transport habe ich ja sowieso mit, muss ja sowieso organisieren, aber das ist der schöne Eicher. Du willst mir jetzt erzählen, dass du keine Clara Schwarz kennst und keine Clara Schwarz beauftragt hast, den alten Eicher hier abzuholen? Nein, ich habe mir extra einen gefreiten Dosenkohl ausgeliehen. Ey, das kann doch nicht sein. Ja, warte, dann pass auf, dann muss ich den Vitus anrufen. Ich muss das Ding direkt zurückrufen. Warte kurz. Nein. Polizeiinspektion. Ja, servus. Servus. Weißt du, wo die hin ist? Wir müssen die aufhalten. Die hat doch. Du warst doch dabei. Die hat doch gesagt, dass der Lieutenant Brent die beauftragt hat, den Eicher abzuholen wegen der Restauration. Ich war auf dem Dach oben, aber ich hab irgendwie sowas gehört, ja. Ja, der ist gerade da und will den Eicher abholen. Der kennt die Frau nicht. Ach du Scheiße. Ja, der kennt die Frau nicht. Ja, pass auf, ich mach folgendes. Ich jage mal den Namen da im PC. Wie heißt denn die Alte? Clara Schwarz. Clara Schwarz. Warte mal, ich geh schnell am PC. Moment. Ey, der guckt gerade mal am PC, wer das ist, wer das war. Clara mit C oder mit K? Mit K, glaube ich. Mit K. Ich glaub, warte mal. Er hat irgendwelche Merkmale, weil ich hab, glaube ich, ich schau mal unten. 2500 Treffer. Ja, toll. Kannst du es ein bisschen einkreisen? Ich schau mal. Die ist nur eingegeben. Da. Ich hätte da Clara Schwarz, aber die ist 80 Jahre alt. Die war keine 80 Jahre. Aber das ist die einzige, die passen dort. Oh nein, da hat die uns verabschiedet. 80 Jahre, ein bisschen gewampert. Aber die war noch nicht gewampert. Nee. Was soll man das heißt? Heißt das einen dicken Bauch? Ja, genau. Dann hat die uns abgerollt. Dann hat die sich ausgegeben für jemanden, der sie nicht ist. Pass auf, hat die irgendwas angelangt? Bei dir. Die hat meine Eiche. Ach so. Nein, ich meine irgendwie wie 6 Finger abdrückt, die wäre dann komisch nicht vorbei. Der Dings, der Ernst, Ernst Kuzora, der hat die hergefahren. Boah, der hat ja nicht etwa was damit zu tun. Der hat die auf jeden Fall hergefahren. Der Kuzora. Kuzora, der hat die hergefahren. Den schnapp immer. Im Deutz. Vielleicht findest du da irgendwas drin. Ja, ich ruf den mal an und sprich mit ihm, gell? Ja, mach das. Danke dir, Vitus. Alles klar, servus. Ciao. Ja, folgendes. Und zwar, der Eicher ist abgeholt worden von einer Frau heute früh, die sich ausgegeben hat als eine Clara Schwarz. Diese scheint sie wohl nicht zu sein und, Ganz toll. Und jetzt ist der Eicher weg. Was machen wir? Machen wir ihn jetzt? Ja, wir können gar nichts machen. Vitus kann was machen. Oh, ernst? Moin. Ey, ganz ehrlich. Danke. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Was, dass ich jetzt das Hexengut hier selbst hochfahre, oder? Na, nee, aber du bist so nett immer zu uns und alles. Wir arbeiten gut zusammen und alles. Und dann bringst du mir so einen an den Hof hier.
Was bringt im Hof? Die Frau Schwarz heute früh. Gestern früh. Vom Leutnant her, die Perle oder was? Ja, der kennt die nicht. Der ist gerade hier, um den Eich abzuholen. Frau Schwarz und keine Clara. Die saß doch bei dir im Vorgarten. Da habe ich gefragt, was sie da macht. Sagt sie, ja, die will beauftragt werden. Die saß bei mir im Vorgarten? Ja, logisch. Hat die auch was mitgenommen? Ich war gestern noch gar nicht da. Ja, deswegen ja. Ich dachte, ich war gestern noch auf dem Übungsplatz. Ich habe Rekruten noch ausgebildet. Ich habe noch zugeführt. Ja. Deswegen dachte ich mir, okay, ist hier eine Liebschaften oder was? Und dann sagte sie, ja, sie hat den Auftrag, sie sollte irgendwann so ein Oldtimer abholen, der restauriert werden musste. Und dann gibt es ja noch einen hier im Ort, der noch neben dir noch solche vernünftigen Gerätschaften hat. Und dann habe ich sie hochgefahren, weil sie nicht wusste, was LU ist. Und dann habe ich sie hochgebracht. Aber Fakt ist doch eins, die muss ja irgendeiner geschickt haben. Irgendjemand muss sie doch geschickt haben. Die kommt ja nicht hierher und weiß vor allem davon, dass du das abholen möchtest. Da muss doch irgendeiner, muss doch hier noch Bescheid gewusst haben, der die engagiert hat und gesagt hat, die soll das Ding hier abholen, was auch immer die damit macht. Lambert. Ja. Ich stand nicht letzte Woche der eine von den Öko-Brüdern daneben, als wir es besprochen haben? Das stimmt, ja. Also du kennst sie wirklich nicht, du hast auch nichts mit der zu tun, Ernst. Ich bin heute Morgen raus, oder gestern vielmehr raus und guck schwör auf deine Babykuh. Du bist Pate, Freundchen. Also auf ja, deswegen, schwör auf die Babykuh. Schwör ich drauf. Also ich kenne die nicht. Die saß beim Leutnant im Vorgarten, das macht mich schon skeptisch. Und dann fragte ich sie, ja, sie hat den Auftrag von ihm, nur sie wird es LU nicht finden, wegen dem Traktor. Ich sag, ja, komm, ich muss eh da hoch, wegen den Feldern, wegen der Anmeldung. Da hab ich sie mitgenommen. Ja, pass auf, dann müssen wir sehen. Also dann, oh. Warte, Ernst. Bitte. Ich saß bei mir auf dem Stuhl im Vorgarten. Oder ja, auf meiner Bank. Bundeswehr-Klappschule, den halbgetan. Ja, oh, ich glaube, der will zu dir. Ich habe dir eine Lieferung versehen, ne? Ja, ich habe schon gesehen. Kleinen Moment. Schäbe. Wenn ich fahr mal hier auf dem Hof. Schon mal. Du hast die Frage gebraucht. Findest du die, steckst du mit dir an deiner Decke? Ganz im Gegenteil, die saß dann beim Leutnant da im Vorgarten auf seinem Bundeswehr-Klappstuhl hat nachgefragt, ob ich das LU kenne. Sie hat den Auftrag für den Lieutenant, kannst du schon mal hier freimachen? Restaurieren, bedürftigen Traktor abzuholen. Bitte? Und sie weiß nicht, wo freimachen. Ist. Hab ich so hochgefahren. Ja. Vitus. Okay, Daniel, kennst du die? Nein, ich kenne keine Clara Schwarz oder wie auch immer die heißen soll. Aber der Ernst sagt, die saß auf meinem Stuhl vor meinem Haus. Vielleicht kannst du da Fingerabdrücke nehmen. Ja, das ist wichtig, die saß da in deinem Trecker drin, oder? Ja, ich hab den Deutsch hier stehen, also. Darf ich gerne mal hocken. Ich hol grad mal an. Ja, hol mir, ja. Dan, ich würde die hier in die Werkstatt fahren, da ist zwar schon mal eingebrochen worden, aber die ist jetzt kameraüberwacht. Perfekt, gute Idee. Wenn du die mal brauchst, du kannst meine Trecker natürlich auch mal mitbenutzen, die müssen ja auch mal laufen, ne? Ja, nee, alles gut, also das ist schon in Ordnung so. Und ja. Ich meine auch, der 800er hat ja auch genug Leistung. Vielleicht könnt ihr den auch mal brauchen. Ja. Oder so. Auch der schöne kleine hier. Ja, genau. Fahr den mal noch rein, dass wir hier. Oh Gott, die nächste Lieferung hier schon wieder. Ist ja der Wahnsinn. Wieder ein zweites Stück. Oh, ich habe nein. Ich saß auf dem. Jetzt geht rückwärts wieder. Hä, wo ist denn jetzt der? Ach, hier. Lässt ein Haar oder sowas? Oder irgendwie? Ja, ich schau grad alles nach. Also, Fingerabdrücke habe ich einen Haufen drin. Ich tue es mir alle nicht mehr ab. Was los? Wer fährt noch mit deinem Dreck außer du? Der saß einmal noch der Damien drin. Weil der findet den so geil. Ja, gut, da habe ich auch Fingerabdrücke von dem. Aber sonst bist du also unfair der Leute. Lass erst mal stehen. Schon mal gefahren. Lass es mal drauf noch, bitte. Die Fingerabdrücke. Oder, komm mal schnell mit zum Auto, wir müssen schnell Fingerabdrücke von dir nehmen. Na gut, aber meine lieben Freunde, wir sind auch erstmal fertig. Wie die Geschichte hier ausgehen wird und was hier noch auf uns zukommt, das erfahren wir in der nächsten Folge, ey. Ohne Witz. Also ich frage mich, wer sie geschickt hat und vor allen Dingen, wer uns hier abholen will und wer hier einen Traktor nach dem anderen abholt. Das kann ja nicht wahr sein. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Tschüss und ciao.